Jetzt müssen nur 1000 Zuschauer sein. Ja, das wäre jetzt natürlich genial. So, na denn, kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar zum Unboxing. Da meine letzten beiden, drei, vier, fünf, wie auch immer ich hatte, Unboxing so gut waren, so genial und so toll, habe ich mir gedacht, heute ganz spontan machen wir wieder eins. Als ich dieses Paket hier in den Händen hielt, dachte ich, Mensch, was da drin ist, kann nur der absolute Shit sein. Und Freunde, wisst ihr warum? Denn auch wieder dieses Paket ist ein Paket eines verdammten Zuschauers. Yeah, so, das ist der Shit. Hä? Da geht die Party. Schluck aus der Pulle. Muss sein. Wirkt authentisch. So, also wir reißen diese Dinge hier auf. Ja? Natürlich mal wieder wie ein Westpaket. Und ich sage euch schon eins, denn ich habe, was ihr nicht habt, diverse Vorinformationen. Denn in diesem Paket ist das absolute Mega-Hammer-Mörder. Dune of Zorn Ding drin. Ja? Okay. Butter bei der Fische. Es ist etwas, was niemand braucht, aber ich denke, es ist etwas, was jeder haben möchte. Ja? Blicken wir mal zurück. Tamagotchi hat niemand gebraucht. Ja? Frauenquote hat niemand gebraucht. Und Britney Spears auch nicht. Aber hey, das der absolute Hit geworden. So. Und mit dem Ding oder was auch immer hier drin ist, wird es genauso sein. Also, genug auf der Folter gespannt. Jetzt reißen wir das Teil eben auf, wie ein Westpaket. Hier sind noch so Hinweisschilder dran, nicht wahr? Hier, da steht jetzt nämlich, ne? Ihr könnt es lesen: Paket nicht an Kinderen afleveren. Ja? Also, nicht in Kinderhände, mein Freund. Oh, geil. So, ihr seid schon alle gespannt. Ha. Und ich zauber jetzt das Gerät schlechthin daraus. Ja? Es ist aktuell, es ist in alle Munde, es hat jeder, aber auch wirklich jeder auf dieser Erdkugel hat gerade dieses Thema im Kopf. Ja? Und alles, was ich meine, ist das hier. Nein, das ist kein Spielzeug für diverse Stunden. Halt, ich muss ein bisschen tiefer halten. Das ist ein Coronavirus. Ja, das ist ein Coronavirus aus Wolle gehäkelt, mit so einem Bändchen dran. Richtig cool. Und zwar folgendes: Bammelt euch das ans Auto und ihr seid der Hit in eure Straße. Glaubt mir, Freunde, ihr seid der Hit in eure Straße. Ja? Denn jeder möchte so ein Shit, Coronavirus, Stofftier, Plüsch-Dingens haben. Glaubt mir, ja. Super Qualität, fest, ja. Hier die Tentakel, super, ne? Auch hier, strapazierfähig, ohne Ende. Ja? So, und jetzt für die Esoteriker unter euch der Clou. Das Teil bammelt an eurem Rückspiegel. Und ihr träufelt einfach was von eurem Duftöl da drauf. Und das ganze Auto duftet tagelang nach diesem Öl. Ist das nicht geil? Ist das nicht top? Toll. Und dadurch, dass es so saugfähig ist und diesen Schwammkern hat, ja, habt ihr echt wochenlang was von. Garantiere ich. Hand drauf. Ja? Also, der absolute Schrei. Coronavirus zum Anbammeln. Geile Sache. So, jetzt kommt der kleine Mann dann nicht alleine, denn der hat seinen großen Bruder mitgebracht. Ja? Ebenfalls zum Anbammeln. Ja? Irgendwo schöne Deko. Wisst ihr ja, Frauen dekorieren gerne. Hier mal ein Pflänzchen, da mal ein Väschen oder da noch irgend so eine Skulptur von irgendeiner Puppe. Junge, das ist die Männerdeko. Einfach irgendwo einen Schreibtisch geknallt, hat's ja super dekoriert. Kommt bei mir wahrscheinlich auf dem Schreibtisch im Büro und auch wieder an unsere
Esoterik-Freunde, Duftöl drauf und ihr habt einen Raumduftverteiler, Mann. Ist das nicht gut? Ist das nicht genial gedacht? Ja, dieses Gerät, alles Handarbeit, aber nicht Kinderhände, ganz klar. Von einem Zuschauer gesponsert, auch geile Sache. Und ich finde es einfach nur, ich bin total begeistert von dem Ding. Also, was soll ich sagen, ja? Ein Must-Have. So, jetzt einfach mal so zum Vergleich, ja? Rückspiegel, Büro, Deko, ja. Junge, das müsst ihr haben, das wollt ihr haben, das ist einfach, das Gerät schlechthin. Und wer Bock drauf hat, der kann jetzt erstmal diesen Kanal abonnieren und die Glocke läuten. Und auf jeden Fall, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, habt ihr Interesse an diesem Teil? Rein in die Kommentare und ich schreibe euch an und dann kommen wir ins Geschäft. Ja? Also, merkt euch das. Ja? Es begleitet eigentlich nur nicht so anstecken. Zack, zack, zack.